Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir sind immer noch hier in der Diebesgilde, werden jetzt noch mal wahrscheinlich ein bisschen Lockpicking betreiben, kurz am Anfang. Ich habe noch auf meiner Schinkenliste stehen, dass wir irgendeine ominöse Krankheit heilen müssen. Ich glaube, ich habe da auch noch eine, aber wenn ihr das schaffen wir auch noch. Jemand anderes wert, würde ich euch fortschicken. Warum? Die Truhen sind doch gerade dazu da. Spargelkopf. Oh, da sind wir ganz falsch. Die Frage ist, wo sind wir richtiger? Da. So sieht es aus. Also Meister geht ja im Moment eigentlich auch, sobald man einmal einen groben Plan hat, wo man den scheiß Dietrich ansetzen muss. Okay, die Richtung war schon richtig. Das war zu weit. Das war nicht weit genug. Das war wieder zu weit. Jetzt weiß ich es selber nicht mehr. Spannender Einstieg in die Folge. Das kann ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich muss mich da selber loben. Das ist immer nicht schlimm. Wenn wir das jetzt nämlich geschafft haben, dann kriegen wir damit most certainly ein Level up in Schlossknochen. Das war wieder zu wenig. Na, das war ja viel zu weit. Mann, was ist denn hier los? Da fehlte ein Pixelchen. Geht doch. Warum hat das jetzt nicht für ein Level abgereicht? Ich bin empört. Naja. Mercer Fry will uns sprechen. Dann lassen wir den jungen Mann noch nicht warten. Guten Tag. Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Ich habe dieselbe Markierung bei der Honigbräu-Brauerei gefunden. Offenbar versucht unser Gegenspieler, uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Also, der Schluss der Geschichte, die ich Moment! Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er mal einen längeren Monolog hält, wenn ich mir was zu trinken einstelle. Ah, bewundert ihr sie? Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung, aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wie lassen wir sie dafür bezahlen? Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben.
Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajulai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein schleimiger Dreckskerl. Wo soll ich anfangen? Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Klar. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Kriegen wir, glaube ich, hin. Brynjolf? Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Mhm. Und denkt ihr, er wird Probleme machen? Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Und wie bekomme ich ihn zum Reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Ja, wenn fair das enough. Nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Okay. Für diesen Verrat wird er uns bezahlen. Das ist wohl wahr. Und mit seinem Zugang zur Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft wird sich das für uns auszahlen. Falls es nicht klar sein sollte, wir wollen nicht, dass ihr ihn tötet. Bleibt ihm erst einmal auf den Fersen. Alles dann klar. Wird er irgendwann einen Fehler begehen. Viel Glück in Einsamkeit. Lasst ja, das schaffen wir schon. Aber erinnert ihn daran, wer wir sind. Das kriegen wir alle hin. Bin ja guter Dinge. Das sieht doch aus wie ein Schrein, den ich mal kurz anklicken könnte, oder? Wunderbar. So, Morgidis. Das heißt also, für uns geht's jetzt nach Einsamkeit. Klingt machbar. Mal irgendwas in Lüften erledigen wollen? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann einmal quer durch Himmelsrand. Solange Einsamkeit noch funktioniert, sollten wir das nutzen. Ich glaube, dieser Bürgerkriegsquest, der hat halt echt hart Potenzial gehabt, das ganze Spiel zu verbuggen. Weil die Engine eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, das zu tun. Aber was willst du machen? Erstmal sprechen wir jetzt mit Gulum im zwinkernden Skeber. Tach! Nun, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt, aber das kann nicht sein. Ich habe Mersa gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Tja, ich bin wegen Gut Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Das Theater könnt ihr euch jetzt sparen, Gajulei. Oh, wartet. Habt ihr Gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wart der Makler für seinen neuen Besitzer. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Hm.
Nennt den Namen des Käufers, dann vergessen wir, was wir wissen. Eure Versprechungen interessieren mich nicht. Schade, da wird der Wert noch kleiner. Wenn dass ich euch den Namen des Käufers verraten habe, könnte mich das ruinieren. Was ist denn nötig, um den Käufer zu identifizieren? Nun, jetzt wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein. Zufällig liegt eine einzelne Kiste im blauen Palast. Bringt sie mir, dann reden wir über gut Goldenglanz. Das klingt doch vernünftig. Allzu. Da zum kommen wir doch der Sache näher. Bin ich zu alt. Zum Trinken aber noch lange nicht. Das ist eine gute Variante. Ich muss übrigens sagen, ich bin von dieser Vulkanglasrüstung überzeugt, optisch. Ich mag sie. So, dann gehen wir mal zum blauen Palast. Nehmen noch nebenbei so ein paar Blümchen mit. Gedanken bahnen sich die schlängelnde Ranken. Was ist das denn? Katakombs. Entschuldigung? Ist schon eine hübsche Stadt. Muss man ja mal sagen. Was macht Ötti da wieder? Ah, ich bin bei der Skyrim-KI, ich bin immer wieder überrascht. Bis erstaunt. Bei den Göttern. Der Kaiser wurde ermordet. Auf seinem eigenen Schiff, während es in der Meeresbucht vor Anker lag. Das war die dunkle Bruderschaft. Wir konnten nichts dagegen tun. Ihr habt es auch noch nicht mal versucht. Guten Tag. Was ist an Feuerbrandwein denn jetzt so besonders? Das ist wieder irgendein verbotenes Zeug. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Na dann. Bretonin, Schmebronin, sag ich da immer. So. Das war jetzt sehr schwierig. Also das hatte ich jetzt komplizierter gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Quests jemals schon gemacht habe. Hier wird nicht rumgetrödelt. Weil die Diebesgilde war jetzt auch nicht so die Gilde, die ich damals durchgespielt habe, weil man eben verhältnismäßig viel Schleichen brauchte und ich glaube, ich nie einen Charakter annähernd so hochgelevelt habe, wie wir ihn gerade in diesem Let's Play haben. Zack. Man muss nehmen, was man kriegt. Dazu gehören auch mal wieder ein paar Blümchen. Weil wir wollen ja auch mal irgendwann noch substanziell besser in Alchemie sein. Gott sei Dank keine langen Wege. Tach. Oh, wie ich sehe, habt ihr den Wein. Gut. Wir wollen ja nicht, dass der Käufer ungeduldig wird und sich anderweitig umsieht, nicht wahr? Nein. Hier, nehmt das. Ich kann damit ganz sicher nichts anfangen, aber irgendwas muss ich euch ja für die Waren geben. Versucht ihr, mich jetzt zu bestechen? Keineswegs. Ich betrachte das als Investition in eine Verlängerung meines Lebens. Ich sage euch alles, was ich über Gut Goldenglanz weiß. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Aringot für das Gut zu bezahlen.
Ich habe ihnen das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Na gut. Fair enough. Hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Überhaupt nicht. Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das versteht ihr doch sicher. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Das war's? Nicht mal ein Name? In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Wer wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Ich glaube, dass ihr lügt. Schaut, mehr weiß ich nicht. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Ja, mach mal. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Er sagte, er sei ein Sijik-Mönch gewesen. In meinen Augen... Es gibt halt nichts, was es nicht gibt. Ja, sehen wir das Ganze einfach wieder als ein bisschen Fertigkeitsschleiferei in Schleichen. Ja, er hat auch gesagt, er kommt von der East Gedöns da, East Western Corporation oder so. Das heißt, er müsste doch jetzt Richtung Hafen abdackeln. Dann können wir noch von hier oben gucken. Und erstmal schauen, wo er hinläuft. Wir müssen nicht immer hinterher schleichen. Ich darf ihn jetzt nur nicht aus den Augen verlieren. Und bei der Questmarker bleibt er doof. Pferd gesehen. Ich sag doch, die Pferde von Himmelsrand, die haben den höchsten Schleichenwert von allen. Da haben wir zumindest richtig antizipiert. Würde ich mal sagen.
Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Okay. Manche Adeptenschlösser sind scheinbar arschgeil. Zack. Immerhin Schlossknacken verbessern. Doch schon mal gut. Irgendwas hat der kleine Agonia doch zu verbergen. Warum rennt hier drin eine Ziege rum? Das ist außerordentlich unpraktisch. Wirklich gewehrt hat er sich jetzt nicht, ne? Das ist in einer ähnlichen Grotte, waren wir doch letztens erst, oder? Das Meisterschloss nehme ich natürlich gerne mit. Und sei es nur für die Übung. Die erhöhte Position kurz ein und beobachten das Ganze ein bisschen. Das alles, was ihr könnt! Na, es reicht halt für dich, ne? Man muss das immer in Relation setzen. Oh, jetzt wäre Wein eingenommen. Na egal. Was war das? Doch niemand hier.
schon eher eingeschränkt intelligent, ne? Ja, sieht nach einer offiziellen Geschichte aus hier. Also muss man schon sagen, hat was Vertrauensseliges. Ja, hasst mich, aber kommst halt trotzdem nicht dran. Ihr seid niemand. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppich. Verdammt! Genug! Nix genug. Zack. Das sieht wirklich nicht mehr nach dem offiziellen Teil aus hier, ne? Also ich möchte das nur noch mal kurz bemerkt haben. Was macht er denn da? Was war das? Jetzt gehört ihr mir. Ach, Schnauze jetzt. Kannst du mal bitte hier ein bisschen Ruhe walten lassen? Ich muss erst scrollen für sowas. Okay, seid auch nicht besonders helle, was das Schleichen angeht, ne? Naja, wir gucken uns den Rest dieses Ganges dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich damit sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.